Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Und wie ich vermutet hatte, ist das einzige Fleisch, was funktioniert, das Hühnerfleisch. Und nicht das Hirschfleisch. Wir können es gerne probieren, aber ich wurde eigentlich rausgeschmissen, als ich versucht hatte, das auszutauschen. Denn es gibt hier nochmal Rehfleisch. So, dann hätten wir nämlich das hier. Wir können es gerne probieren. Ich habe hier vor der Stelle gespeichert. Dass wir jedes Mal das Ding hier aufmachen müssen. Oh, wir sind eigentlich schon recht gut da drin. Frage ist bloß, ob wir anderweitig gesehen werden. Liste, das kriegen wir halt sofort auf. Ja, toll. Untersuchen. Ich sollte mich hier beim Rehfleisch nicht erwischen lassen. Am besten gehe ich. So, dann machen wir die Fackel an. Weil wir wollen ja nicht, ne? Wir wollen ja hier nicht. Jetzt ist die Frage. Ach so. Ich kann jetzt so ruhig das Hirschfleisch fallen lassen. Und B, kann ich das Hirschfleisch fallen lassen. Weil achso, ich habe Horn eines Einhorns. was auch immer man damit machen kann, das habe ich dem Scharlatan gemobst. So, der müsste wieder hier hinten sitzen, beziehungsweise schlafen. Und da kann man ihn nämlich hier ausrauben. Ne? So, komm mal her. Gott schütze dich. Ja, ich hoffe, das reicht endlich. Und? Hat sich der Spuk schon gelohnt? Die Leute reden über den Wiedergänger, als wäre er einer der 11 biblischen Plagen. Waren das nicht 10? Okay, da kommt nichts Neues. Das reicht noch nicht. Es wird, aber du musst... Auf bald. Ich muss sie noch bearbeiten. Das Schlimme ist, es gibt... also, wenn ich kein Rehfleisch finde, habe ich ein Problem. So, wo könnte ich denn Rehfleisch finden? Wie wäre es denn hier, wo Wildschweine sind? Macht zwar keinen Sinn, aber es klingt gut. Da ist das Pferd. So. Wobei die Nacht natürlich auch völlig bescheiden ist. Oh, der Hund. Huch. Hallo? So, Süden. Und ab geht's. Ja. Ich kann nicht schwimmen. Ach, es gibt bloß eine Stelle. Och, nee. Hier, ne? Ah, okay, das ist die kleine Mini-Insel hier. Ja. Natürlich ist es Bombenwetter, würde ich mal sagen. Ach komm. Ah, das hat mich schon immer gestört. Das ist natürlich Bombenwetter, beziehungsweise nicht Wetter. Ach, das ist jetzt die Möglichkeit. Ich laufe gleich zu Fuß hier. Jetzt aber. Puh, weil alles schon dunkel, ne? Sicherlich Viehzeug schläft nicht, aber... So. Machen wir so. Wisst ihr was? Komm, früh morgens. Morgenstund hat Gold im Mund, dann müsste es klappen. Das reicht auch aus. Genau. Dann kann ich nämlich die Fackel wieder abnehmen. Nehme den Bogen in der Hand. Und sehe vielleicht eher, wo ich lang reite. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwo Viehzeug haben werden. Wenn ihr was seht, schreien. Ganz laut. Und nicht hier schon wieder, oder?
Wer seid ihr denn? Wer? Hey, was treibst du da? Verschwinde auf der Stelle oder ich werf dich hinaus. Wer seid ihr? Hey. Los jetzt! Obdachloser. Warte mal. Ach, hier. Ja, ich bin ja schon weg. Halt! Daneben, ja. Mist. Das sind aber auch wieder... Hirsche. Das sind keine Rehe. Das sind keine Rehe, die sind zu groß. Mist. Ist doch doof. Weißt du, da willst du einmal einen Hirsch haben und kriegst keinen. Ein Reh. Aber da kommst du voll durcheinander. Da unten ist noch ein Camp. Ja. Was ist denn hier alles? Das war doch vorher nicht. Wer seid ihr? Wer ist da? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Uiuiuiui. Uiuiuiui. Ey. Lass mein Pferd. Ach komm. Ja. Nee. Ey, ist denn das die Möglichkeit? Das nennst du kämpfen? Trag dich da! Ja. Ey, lass mein Pferd in Ruhe. Der lebt ja immer noch. Was? Immer noch? Komm. Ich mach dich kalt, Gottverdammt! Habe ich keine Pfeile mehr? Ach, bitte. So, da sollte erstmal reichen. Das nennst du Kämpfe? Schon wieder keine? Jetzt aber, mein Freund. Töte Anführer des Lagers. Okay, es tut mir leid. Krieg ich meine Pfeile wieder? Ah, die nehmen wir mal mit. Das gibt Geld. Pfeile nehmen wir mit. Halt, da war noch ein verbessert Jagdpfeil. Haben wir wieder so eine Nebenquest. Wo ist das Lara? Da drüben. Das war eigentlich nicht so gewollt, aber okay. Und ich krieg hier ein paar Pfeile wieder zusammen. So. Du. Aber eigentlich könnte ja jeder kommen und da Ohren anzeigen, ne? Hirschfleisch? Ich glaube, wir werden hier nichts Passendes finden. Bin ich fast felsenfest. Was? Gleich mal liegen lassen. Treuer Gefährte. Sehr gut. Da war ein Bogenschütze, der hatte ein bisschen was bei sich. So. Sehr schwer. Aber wir könnten's. Ah, super.
Toll. Toll. Tja, bleiben die Rehe. So, pass mal auf. Also, es wird folgendermaßen sein. Ich erkläre das mal. Ich versuche zur nächsten Folge hin, das mit der Tinktur fertigzustellen. Sollte ich das nicht hinbekommen oder ansatzweise herausfinden, wo es ist, werde ich den kurzen Dienstweg nehmen. Ich werde dann das Buch, was ich ja schon geklaut habe, oder die Tinktur, die hätte ich ja auch für teuer Geld kaufen können. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. 2000 oder 2100. Und dann hätte ich es auch direkt kaufen können, ohne diese Questreihe machen zu müssen. Die werde ich dann so machen. Also damit hier auch das Spiel weiter vorangeht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich... Also ich würde auch unsagbar gern, und das meine ich wirklich ernst, hier großartig weiterspielen. Aber ich möchte das dann doch auf ein paar Sachen beschränken. Ach, hier ist das andere Lager. Hier gab es aber auch Rehe. Vielleicht gibt es sogar hier eher Rehe. Gucken wir mal. Drück mal die Daumen, dass es hier Rehe gab. Rehe. Oder aber die sind weggepatcht worden. Dann kann ich die Quest sowieso nie beenden. Das ist ein Hoppelhäschen. Da ist ein kleines Lager. Oder ein Stein. Sieht aber wie ein Stein aus. Schade, schade, Mann. Das kann doch nicht so kompliziert sein, hier irgendwie ein paar Rehe zu finden. Graben. Weil wir könnten, wenn wir es nochmal finden würden, die Jagdstätte, wo wir mit Hans Capon zusammen gejagt haben, mit dem Wildschwein, ne, die könnten wir versuchen ausfindig zu machen. Denn da gab es die Rehe. Aber hier kann man echt machen, was man will. Man sieht keine. Und ich glaube nicht, dass sie so scheu sind, dass man überhaupt keine von denen trifft. Oder aber ich habe schon zigtausend Mal welche übersehen. Weil man, wenn man selber spielt, guckt man primär und konzentriert sich halt primär auf die Mitte des Bildschirms, logischerweise. Das heißt, wenn irgendwas im Blickfeld oder nicht direkt im Blickfeld ist und sich bewegt, dann kriegt man das auch nicht zwingend mit, ne? Es ist aber jetzt nur nicht gedacht, dass wir hier die ganze Zeit nur durch das Dings durcheiern. Hör ich irgendwas? Ach, hör auf. Ach, guck mal, wo wir sind hier. Vranik. Hey, wer ist da? Was ist hier los? Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Jo. Ey, 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 ey. Ja. Nee, hast du nicht drauf? Nein. Ich
schlachte dich ab. Okay, super. Okay, der ist schon mal hinüber. Jetzt bist du dran, mein Freund. So, du bist völlig hinüber. Du, mein Freund. Was haben wir denn? Bist auch hinüber. Wo ist noch wer? Keiner mehr. So, jetzt muss ich bloß wieder die Leichen finden. Pfeile, 27. Okay, ich glaube, das Pfeilproblem ist damit erledigt. Und hier, er war schon ein bisschen besser. Oh, hier, Mailänder Kyras. Oh, das Geld. Wenn wir es doch verkaufen könnten. Schade, schade, schade. Achso, wir sind wieder zu schwer. Nee, so ist da. Rüstung. Mailänder Kyras in die Satteltasche. Satteltasche. So, was haben wir denn hier an. Genau, Kampffertigkeiten haben wir eine gekriegt. Was können wir denn machen? Rostige Klinge. Je mehr dein Schwert beschädigt ist, umso größer ist die Chance, deinen Gegner damit zu vergiften. Je schwerer du verwundet bist, desto rasierer und aggressierter Treffer in einen nicht unterbrochenen Angriff bewirkt mehr Schaden als der Treffer zuvor. Unterbrechung beenden den Bonus. Das nehmen wir. Danke. So, und dann haben wir den Einzelnen hier. Ja, hat sich ja noch ein bisschen gelohnt, die Action. Hier oben irgendwo. Mal gucken, vielleicht finden wir hier Rehfleisch. Dietrich, super. Hier eine Mütze für 500. Interessantes Lager. Ich esse mal kurz was. Das ist eindeutig ein Reh. Das ist ein Reh. Und wo kriege ich das Rehfleisch? Was ist das hier? Nehmen wir mit. Hier ist kein Reh. Ey, komm, wisst ihr, da hängt ein Reh und ich krieg das Reh nicht. Das finde ich nicht so richtig in Ordnung. Hier ist noch ein Sack. Ein Spitzpfeif. 150 Schaden. Und wie kommen die da hoch? Hier ist eine Falle aufgestellt. Haben sich aber hier verschanzt. Donnerwetter. Aber ich wollte eigentlich ein Reh haben. So, wo sind wir? Wir gehen mal hier schräg rüber, also nach Ost, Südost so, ne? Vielleicht haben wir ja hier eine Möglichkeit, ein Reh zu finden. Ach, ich bin überladen schon wieder. Ach, was können wir denn wegpacken? 5 bin ich überladen. Hier, den Hut. Oh, reicht nicht aus. Der Hut reicht nicht aus. Dann nehmen wir mal noch den Dolch rüber. Stachel, gut, wir könnten jetzt die Kreuze. So. Dann gehen wir nochmal auf Wanderschaft hier. Halt. Ach komm. Schlimmer ist. Ey.
Jetzt ist aber langsam mal gut hier. Ich bin der absolute Jäger. So. Und Hirsch. Ess doch zum Heulen. Ich bin frustriert. Ich bin so frustriert. Das kann's doch nicht sein. Das kann's doch nicht sein. Gut, so kann man natürlich auch ein bisschen Zeit schinden. Indem wir auch, wir patchen einfach mal im DLC die Rehe raus. Dann kannst du die Quest nicht machen, mein Freund. Ja, geht ganz einfach, würde ich mal sagen, ne? Sieht man irgendwas? Nee, ne? Oder Spawnrate von 1 zu 10.000. Irgendwie so ein Dreh. Dann noch meine absoluten Zielkünste dazu, ne? Das macht's dann wirklich alles wett. Was ist das da hinten? Wahrscheinlich nur ein Stein, ne? Nee, es ist ein umgekippter Baum. Umgekippter Baum. Ja, also ich glaube, wir werden nie Rehe finden. Dann wird es genauso laufen, wie ich das schon mehr oder weniger vorhin angekündigt habe. Dass wir... Ich bin weit weg von zu Hause. Ich kehre besser um, bevor Herr Ratz sich einen Suchtrupp entsendet. Genau. Wir werden hier nichts finden. Ich wette, wir werden nichts finden. Und ich kann nicht mal sagen, wo. Auf der Karte wird es nicht markiert. Da werden nur die Hirschorte und die Wildschweinorte markiert. Ne? Warum nicht Rehgebiete? Oder aber es werden Rehgebiete markiert, aber... Okay. Also es werden welche markiert, aber... ich habe sie noch nicht gesehen. Das war so, oder? Es gibt ja auch keine... Gibt es hier eine Legende? Nee, gibt es ja nicht. So, das heißt, wenn ich jetzt hier gucke, es gibt nur Wildschwein und Co. Wildschwein und Co. Hier. Hirsche, Wildschweine... Aber es gibt nicht explizit, hey, hier gibt's Rehe. Zumindest ist es mir bisher nicht aufgefallen. Nee. Insofern, ja, insofern werde ich hier jetzt noch ein bisschen off-record rumwandern, werde Rehe suchen, vermutlich Rehe nicht finden und weil es dann nicht weitergeht, machen wir dann so weiter, wie ich gesagt habe. Wir haben das Buch, also das, was wir hier machen, ist eigentlich nicht zwingend notwendig, weil wir es halt auf einem anderen Wege schon bekommen haben. Ja, das muss dann halt so sein. Ich mache dann an der Stelle hier einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Lasst uns überraschen, wie, in welcher Form, also mit Rehe oder eben halt ohne. Vielleicht reicht ja auch das Reh aus und ich muss das nicht einfärben, ja. Das mit dem Wasser. Was haben wir denn hier? Wieder so ein kleines Mini-Lager. Interessanter Ort. Mhm. Ja, vielleicht reicht es ja auch aus. Weiß man ja alles nicht. Wäre jedenfalls schön, wenn es so wäre, aber ich befürchte, es wird nicht so sein. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Euer Firefox. Da war es gerade eben. Jagdgebiet für Rehe. Jagdgebiet für Rehe, es gibt sowas. Hier, guck mal, Jagdgebiet für Rehe. Boah, ich cutte das einfach mal da vorhergehend an. Ich bin hier, weiß Gott wohl, alles lang. Und
ja, jetzt auf einmal, deswegen habe ich ganz schnell den Aufnahmeknopf gedrückt, kam Jagdgebiet für Rehe. Ich gehe ein. Jetzt müssen wir bloß noch Rehe finden. Die sollen sehr scheu sein, habe ich mir sagen lassen. Das heißt, wir haben vorher noch nie ein Jagdgebiet für Rehe gefunden oder gesehen. Sonst hätten wir es auf der Karte. Wir gucken mal, ob wir hier was finden. Sollten bloß nicht so laut laufen. Frage ist, ob eben halt hier Viehzeug ist. Mal ein bisschen erhöhter hinstellen. Ich sehe nichts. Ja, schön, komm an das Chamäleon. Schon wieder eine Hütte. Ich will aber Rehe. Hase. Nee, das ist ein Baum. Ich weiß, dass ich mich leise bewegen muss, aber gegebenenfalls kann ich ja ein paar Rehe vor mir wegscheuchen und treffe sie dann vielleicht mit einem super Schuss mit meinen Skills. Frage ist, ob hier überhaupt noch was ist. Guck mal, das Jagdgebiet ist da. Also sprich, die Richtung. Ja. Ich weiß nicht, wie groß das Gebiet ist. Was damit immer abgedeckt und abgesteckt wird, aber... Vielleicht halten sie sich auch eher im Nahbereich vom Feld auf. Gimme, gimme, Reh. Gimme, 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 Reh. Es ist kein Wunder, dass hier ein Rehgebiet ist, weil das einfach so dicht bewachsen ist. Heißt, da können sie sich erst recht richtig drin verstecken. Nochmal ein interessanter Ort. Warum? Hier. Nö. Ich sehe kein Reh. Mann. Kein Reh. Hier ist eine Hütte. Ach, das ist sie. Ja, ja, ja. Das ist sie. Halt! Mist. Jawohl. Wir haben Reh. Oh. Leute, wir haben Reh. So, wir packen... Das schneide ich hier noch zusammen. Ist ja jetzt nicht das Problem. Wir nehmen jetzt das. Vielleicht erklärt sich dann, ob wir weiterkommen oder nicht. No? Ab in die Satteltasche. Jawohl. Bring dem Schankwirt Rehfleisch. Siehst du, das haben wir auch noch. Ho, 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 ho. Aber ich brauche das Rehfleisch.
Es ist aber auch schwierig zu sehen gewesen, oder? Ah, nee, gibt's weiter nichts. So. Auf nach Ledetschko, würde ich sagen. So. Och, bin ich erleichtert. Ich bin erleichtert. Ach, das war jetzt aber eine schwierige Geburt. Also kann man sich merken, hier ist ein Rehgebiet. Also falls irgendjemand mal hier in diese Richtung kommt oder Reh sucht oder was auch immer, hier ist Rehgebiet. Wobei ich glaube, hier ist doch der Gasthof, der hat ja sowieso hier in dem Areal jagen lassen und dem hätten wir ja Rehfleisch bringen sollen. Habe ich ja noch eine Quest für. Ich brauche noch Rehfell, siehst du, für den Gerber gibt es auch noch eine Quest. Ach, siehst du, ich habe ein paar Sachen, habe ich gar nicht erledigt. Salz! Was? Vermischt mit den blutigen Tränen der Madonna. Ach so. Von St. Jakob. Also, wegpacken. So, dann gucken wir mal, wie ist denn der Zustand von dem Rehfleisch? 99%. Das heißt, wir machen einmal. Jetzt diesen. Wir warten jetzt 100%. Und wenn es dann nicht mehr zu gebrauchen ist, dann können wir es umtauschen. Das wäre dann genau der Moment, den wir dann abpassen müssen. Und dann hoffentlich reicht das aus, dass wir die anderen optionalen Sachen nicht machen müssen. So, ich drücke mal hier Escape, weil... So. Wie sieht... Ist nicht mehr zu gebrauchen. Sehr gut. Sehr gut. Wenn ich Glück habe, ich speichere hier bloß vorher nochmal ab. So. Letztens hat mich die Wache hier nämlich nicht gesehen. Ist ja jetzt natürlich doof, was sie da macht, aber... Das ist eine Ladenwache, oder? So. Und es ist jedes Mal wieder abgeschlossen. Komischerweise, die kriege ich hier mit Meister der Schlosser immer auf. Halt, ich brauche... nee, da. Da. Rehfleisch. Ins Inventar. Wir nehmen alles rüber, damit ich den Rest wegwerfen kann. Ich sollte mich hier beim Rehfleisch nicht erwischen lassen. So, dann schmeißen wir noch ein bisschen Rehfleisch hier auf den Boden. Halt. Weil das ist zu schwer. Sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Ich hab Rehe gejagt. Und? Hat sich der Spuk schon gelohnt? Die Leute reden über den Wiedergänger. Haben wir schon? Oh, du. Das reicht noch nicht, oder? Es wird, aber du musst. Auf bald. Oder muss ich noch warten? Warte mal, wir warten noch mal. Aus den Knochen des heiligen Thomas. So, wir schlafen. Vielleicht muss ich noch mal warten, aber sollte das jetzt wieder warten nicht gehen, ne? Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Dann werde ich das Rezept lernen. Und dann ist gut, weil ich habe keine Chance, keine Möglichkeit da aufgrund dieses Geheimnisses das Ganze, anstatt mir das zu verraten, wie das gemacht wird. Ich meine, ich würde ja auch vielleicht Blut einfach in den Trog reintröpfeln lassen. Das wäre auch eine Alternative, dass ich einfach ein Tier oder so reinwerfe. Aber das macht er mit Sicherheit nicht, also das lässt das Spiel nicht zu. Ich glaube, so weitgehend ist es nicht. Backen im Tempel von Jerusalem. Okay, der ist wieder aktiv oder immer noch aktiv. Da, siehst du, steht er noch. So, jetzt aber, komm. Allmächtiger ist der... Ja.
Oh, hier, es geht neu. Und? Hat sich der Spuk schon gelohnt? Gut gemacht, Heinrich. Das ganze Dorf ist in Angst und Schrecken. Schon bald gehen die Menschen nicht mehr ohne drei Ave Marias hinaus. Freut mich, das zu hören. Mir wird selbst langsam Angst und Bange. Alle reden davon, wie die Waren des Fleischers nach einer Berührung durch die Hand des Bösen schlecht wurden. Ja. Yeah. Was, sieht so etwa die Hand des Bösen für dich aus? Also, ist es vollbracht? Nicht ganz. Oh. Aber gerade sagtest du, alle Dörfler hätten Angst. Alle Dörfler, bis auf einen ganz bestimmten. Was spielt das für eine Rolle? Keine, mag man meinen. Aber er ist klug und versucht, den anderen Dörflern Vernunft beizubringen. Er muss auch Angst bekommen, sonst macht er alles zunichte. Aber wenn er jetzt noch keine Angst hat, wie soll ich das denn ändern? Wenn er nicht gerade hier ist und mir das Geschäft ruiniert, prahlt er in der Schenke, dass er neben dem Grab schlafen würde, um zu beweisen, dass es keinen Wiedergänger gibt. Okay. Soll er doch. Ganz genau. Er braucht nur noch einen kleinen Schubser. Überzeuge ihn und dann bescheren wir ihm eine Schreckensnacht. Ich mache mich frisch ans Werk. Halt! Das muss gut durchdacht sein. Finde mehr über ihn heraus, damit es auch sicher funktioniert. Vielleicht beim Tratschweib? Natürlich. Okay. Ach, und bevor wir zum Grab gehen, kannst du dir ruhig noch mehr einfallen lassen, um die Dörfler zu ängstigen. Je mehr sie von Angst geplagt werden, desto mehr Groschen winken mir. Ich meine uns. Alles Gute. Es ist vollbracht. Leute, es ist vollbracht. Das Böse schläft nie. Befrage das Drahtschweib. Es ist verbracht. Okay, gut. Wir können dann in der nächsten Folge wirklich weitermachen. Oh. Vielen Dank fürs Zusehen und jetzt wirklich, bis dahin, euer Firefox.